So, hallo und alle zu einer neuen Mod-Vorstellung und heute gibt's mal wieder eine Art von den Lucky Blocks, nämlich die roten. Zunächst mal keine Sorge, das auf dem Boden, das sind die noch nicht, das ist nur eine Flatwelt, die ich erstellt habe, damit ich die einfach vorstellen kann, weil ich muss nicht jedes Mal eine Fackel setzen. Die Lucky Blocks sehen so aus und die werden wir uns ein bisschen angucken. Ich weiß, wir haben schon die gelben gehabt, die normalen, wir hatten schon die blauen und natürlich dürfen dann die roten nicht fehlen. Ich habe auch nochmal geschaut, ich glaube, es gab auch mal grüne, aber die sind wieder irgendwie verschwunden. Kurze Erklärung, wieso es halb so verschiedene Versionen davon gibt und was die genau machen. Zunächst mal, die sind ein bisschen anders zu installieren, die blauen und die roten, als die normalen, vielleicht vornherein der Installationshinweis. Ihr bekommt einfach nur eine Properties.txt, wo praktisch Anweisungen drin stehen, was alles passieren kann, wenn man diese Blöcke öffnet. Den eigentlichen Mod, das ist der Original. Ihr müsst nur diese Properties.txt-Datei austauschen in eurem bereits installierten normalen Lucky Blocks Mod. Damit bekommt ihr auch andere Sachen raus, die hier passieren können. Und deswegen, gibt es verschiedene Versionen davon und dieses Mal haben wir uns die roten geschnappt. Das rote Bild von den Lucky Blocks müsst ihr in den Modden, den Texturen übrigens auch noch austauschen. Detaillierte Anleitung findet ihr in dem Mod, wenn ihr den runterladet, in der TXT drin. Einfach anschauen und da wird euch nochmal erklärt, wie ihr das machen müsst. So, dann sind wir allerdings wieder dran beim feuchtfröhlichen Rumprobieren bei der roten Version der Lucky Blocks, was da so alles rauskommt. Und wir hatten ja die blauen, da gab es ein bisschen verhärtete Sachen, da gab es auch nicht nur Bob, sondern glaube ich auch Joey und eine Bob-Army sozusagen, dass mal mehrere rauskommen statt den einen. Und mal gucken, was das hier soweit wird. Es müssen noch andere Dinge sein, ein paar neue Sachen, die wir vielleicht noch nicht so kennen. Von daher mache ich das einfach mal durch. Wir gehen einfach mal und setzen jede Menge Blöcke und gucken, was passiert. Ich würde sagen, wir fangen mal erst mit den Very Lucky Blocks an. Wir machen vom Guten ins Böse. So, von dem Guten her, mache ich mal ganz kurz an. Erster kommt ein Fisch und jede Menge andere Items. Ich glaube, der Fisch ist irgendwie enchanted, der hat wieder irgendeine Eigenschaft. Ja, ein Lucky Fisch mit Sharpness 5. Also im Endeffekt siehst du mit dem Ding wahrscheinlich mehr als mit dem Meisenschwert. Und jede Menge Brauzutaten. Warum nicht? Tu die Kraft mal wieder raus. So, nächster Block. Ah, Pferderüstung. Kennen wir schon. Experience-Flaschen. Oh, nicht schlecht. Das war nochmal ein Potion, Spezial-Potion, nämlich Lucky Potion. Speed für 6 Minuten 23. Strength, Jump Boost, Regeneration, Resistance, Fire Resistance, Invisibility. Health Boost, Saturation und alles Mögliche. Gar nicht mal so schlecht. Der hat mehr Strength als ein normaler Stärketrank. Einen Bun mit Potatoes. Wish came true. Was, ich soll eine Coin reinwerfen? Oh, ist wahrscheinlich automatisch schon passiert. Ich habe Potatoes bekommen. Ich bin ein Potato-Mensch. So, aber kennen wir größtenteils schon. Ein Cake. Ah, Diamantblock. Okay. Kiste. Mit gutem Zeug drin. OP-Apfel unten. Nochmal Lucky Blocks. Wieder gutes Zeug. Genug gutes Netherstar. Pass mal auf, der ist enchanted. Lucky Netherstar oder so. Nee, normaler. Doch, gerade schon. Sind die normalen auch enchanted? Weiß gar nicht. So. Uah. Ich erschrecke mich da jedes Mal voll. Wish came true. Ich habe gar nichts reingeworfen. Wahrscheinlich, weil irgendwas hier verschwunden ist. So, dann im nächsten Schritt. Pferde. Auch Zombie-Pferde. Nochmal einen. Dead Bushes. Achso, wahrscheinlich, weil ein so ein fallendes Item schon gerundet. Nein. Hat schon ausgelöst. Ich kann keine Münzen reinwerfen. So, dann da nochmal. Oh, jede Menge. Clay. Ja, ordentlich Clay. Dann ein Very Lucky Villager. Es gibt doch mal so einen Lucky Villager, oder? Doch, das letzte Mal gab es nur Lucky Villager. Diesmal gibt es Very Lucky Villager. Das müsste neu sein. Darf ich mal gucken? Der tauscht Cops und Obsidian. Wahrscheinlich noch anderes cooles Zeug. Okay, ich... Very durchgeschrieben. Very. So. Dann... Diamanten. Gab es die normal schon? Normal einfach einen Haufen Diamanten? Weiß ich gar nicht. Pferdearmor. Wieder so ein Potion. Jede Menge gutes Zeug jedenfalls. Da war der Lucky Bow. Ich gehe einfach ein bisschen durch und setze ein bisschen... Boah, noch Eier runter. Alter, ist das laut. Ist das laut? Was habe ich denn gemacht bei den Sounds? Ups, warte. Options, da, hier sind Sounds. Nö, ich habe es einigermaßen runtergestellt. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu laut ist. So. Nochmal ein Very Lucky Villager. Okay. Ich denke, wir haben so einen ganz groben Überblick bekommen, was so alles drin kommen kann. Das war ein normaler Lucky Villager. Der war aus den normalen. Wieder ein Potion. Was? Oh, Mr. Rainbow. Mr. Rainbow. Da ist der Name halt jetzt gerainbowt und nicht selbst die Schafe sind Rainbow. Okay. Dann wieder ein paar Dinger. Das macht nichts. Wir gehen einfach ein bisschen durch und dann sehen wir am besten, was bei rauskommen kann, was nicht. Ich soll gar nicht eigentlich so durchs Dorf durchgehen. Ich wollte es ein bisschen stehen lassen. Ganz viele Sachen platzieren. Jetzt eine etwas höhere Geschwindigkeit. Ey, das macht voll Spaß.
So, und dann kriegen wir eine komplette Reihe, was so rauskommen kann im Allgemeinen. Von dem guten Zeug, interessante Dinge, jede Menge Items, Pferderüstung, ja, das und was weiß ich nicht alles. Ist irgendwas gar nicht mehr so eine schlechte Idee mit dem hier, ne? Am Boden zu platzieren. Jetzt müssen wir eigentlich fast schon mal die Entities clearen, weil hier so viel Zeug rumliegt. Aber das waren die Lucky Blocks an der Stelle. Jetzt machen wir mal die normalen, die neutralen, wo beides sein kann. Ich auch ein bisschen durch. Explosion. Hat den Brunnen zerfetzt. So, ein bisschen langsam. Ich mach nochmal gutes Zeug. Auch nochmal gutes Zeug. Gutes Zeug, gutes Zeug. Kann wieder beides sein noch. Wir haben weitestgehend Glück gerade, dass... What? Ich konnte gar nicht ansammeln. Das müsste neu sein. Player in distress whispers to you. Listen to me, Spark of Phoenix. You are in a grave danger. You need to run. Now, take this mushroom. It's your only hope. Als ob ein Pilz meine letzte Hoffnung wäre, wenn ich wegrennen musste vor einer gravierenden Gefahr. Ich glaube nicht. Wow, wow, wow. Ich glaube, das ist auch neu. Blazes auf... Ne, andersrum. Skelett auf Blazes. Das ist nochmal Bob. Den kennen wir schon. Und jetzt wird es gerade dunkel und Zombies kommen. Normalerweise ist es immer dunkel und Spinnen kommen. Ich hätte noch hier, warte mal kurz, Effekt und dann Spark of Phoenix und dann Clear, damit wir schneller vorwärts kommen. Wenn ich was sehe und dann wieder Time Set 0 und vielleicht als Game Rule Do Daylight Circle False. Danke. Ich hoffe mal, das bleibt dann so. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wieder Viecher spawnen, die würden wieder rumsetzen. So, dann, okay, neutral ist akzeptabel. Es geht. Kleines Ding und noch vier Lucky Blocks drin. Das ist Joey mit dem Schwert. Ich dachte, Joey wäre nochmal ein Dings. Ist das ein Wither-Skelett? Das ist voll groß. Das ist ein Wither-Skelett. Ja, müsste auch noch sein. Äpfel. Weitestgehend positiv. Joey Colony. Armee von Joeys. Die aber diesmal haben so einen Bogen. Das dürfte richtig nervig werden, schätze ich. Bob wieder. Bob. Fetter Slime. Und, ups, nein. Sollten wir vorne dann gehen? Ja. Geht's. Adblock fällt runter. Noch mehr Adblock. Jede Menge verzauberte Bücher, ist gar nicht mehr so schlecht. Und naja, jetzt kommen wir zum etwas spannenderen Teil, nämlich den Unlucky Blocks oder hier, die mit der größten negativen Wahrscheinlichkeit, dass hier was rauskommt. Weißt du, was ich gerade mal machen sollte? Ich sollte gerade mal das machen, das machen, das machen und mal das machen und dann das wieder einsammeln. Danke. So, jetzt setzen TNT. Autsch. Tschüss, ihr Slimes. Blaze wieder mit Dings drauf. Fetter Slime. Rose. Komm raus. Ups. Einfach ein Loch, wo ich runterfalle. Ich habe leider nur 30 Blöcke hochgemacht, aber ich schätze mir unten ist irgendwas Gefährliches. Entweder man stirbt durch Fallschaden oder ist nochmal Lava oder sowas. Ich glaube, es gibt noch was mit Lava und Spinnenweben unten drin. Wieder Joey. Wieder der Pilz. Soll es laufen? Ich weiß nicht, ob was macht. Das macht, dass ich jetzt ein Creative Mod bin. Joey Colony. Eine Uhr. Oh, Hexen mit lauter Fledermäusen. Giant Zombie. Slime. Also beim Blauen gab es ja auch Giant Zombies, die auf Giant Zombies geritten haben und nochmal Giant Zombies drauf waren. Okay. Oh, Giant Zombie. Joy Colony. TNT. Enderman dazwischen. Enderman getroffen vom TNT. Weiß nicht, ob es überhaupt geht. Wieder TNT. Joy Colony. Boom. Krieg nicht viel Schaden von durch. Joy Colony. Wieder ein schlechter Dings. Ja. Schweine. Ganz viele Schweine aufeinander. Ein Villager oben drauf. Your death wish came true. Ja, schon wieder. Boom. Ouch. Da ist nochmal ein neuer Lucky Block drin. Fetter Slime. Ja, look up. Ach genau. Diese Gefängnisse kennen wir auch noch alle. Kann ich einfach rausfliegen. Ha. Wieder Zeug. Wieder TNT. Joy Colony. Giant Zombie. Wieder das Loch, wo es runtergeht. Ich habe halt nur 30 Blöcke hochgemacht jetzt. Fetter Slime. Joy Colony. Nein, schon wieder. Ich fahre eine Wurzlang hier irgendwo runter. Ich darf nicht laufen, ich muss schweben. Ups. Ah, ich habe mich gerade mit einem anderen Block gerettet. Es war schon wieder ein Gefängnis über mir, wo ein Amboss runtergefallen wäre, glaube ich. Charged Creeper, der allerdings auch schon entzündet wird durch die ganze Geschichte. Schon wieder ein Loch im Boden. Blumen, Zombie. Oh je. Es geht, ich finde die Blauen sind ein bisschen heftiger, ne? Kann das sein, dass die Blauen so die nochmal extremere Stufe sind und die Reds so eine Zwischenstufe zwischen den normalen Lucky Blocks und den Blauen? Ich glaube, Blau ist nochmal extremer. Also wenn ihr den Blau nicht gesehen habt, schaut gerne mal auch nochmal vorbei.
findet ihr in der Mod-Playlist mit drin. Genauso, hier fing der Amboss runter. Bong. Den findet ihr schon wieder. In der Mod-Playlist. Und einfach mal reingucken. Ich denke mal, der ist nochmal extremer. Da habe ich halt hier nicht. Ah, aus dem Gefängnis. Die Redstone weg. Macht das voll praktisch zum Vorstellen von Dingern. Du musst einfach nur setzen. Einfach nur setzen und dann kannst du gleich schon zeigen, was geht. Ah! Passiert zu viel. Irgendein Baum ist durch die Gegend geflogen gerade. Ey, aber ich glaube, wir haben einen groben Überblick bekommen. Ist so ein Misch zwischen den gelben und zwischen den blauen. So. An dieser Stelle würde ich dann auch schon sagen, wie ist das gewesen von der Mod-Verstellung, weil es bringt es nichts, noch weiter durchzufliegen. Ihr habt zum groben Überblick bekommen, ob es sich lohnt. Und es gibt irgendwie lustige Sachen. Wie gesagt, es ist ein Zwischending, aber naja, damit ihr nicht vergessen wird, diesmal auch die Red Lucky Blocks. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Lasst krachen und tschüss.